Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Heute gucken wir mal da hinten, was da los ist. Aber vorher, ich habe gesehen, und zwar beim letzten Mal, dass hier eine Person ist, mit der man reden kann. Und hier ist ein Abenteuer. Und das gucken wir uns natürlich beides erstmal heute an, bevor wir hier anfangen. Auch hier ist ein Abenteuer aufgetaucht. Wahrscheinlich hier wieder mit den... Ja, gleich. Hündchen. Mein Hund hat gerade ein bisschen gequietscht. Wir gucken uns erst diese drei Sachen an. Ich gehe erstmal nach Perfect World. Und wir sehen uns dann bei der Person, mit der man reden kann. So, Leute, wir sind bei der ersten Person, mit der man reden kann. Der was von mir will. Ich soll ein paar Bäume pflanzen. Okay. Ah, jetzt muss ich diese Kreise hier alle absuchen. Und da kann ich dann Bäume pflanzen. Ja, da haben wir ja schon einige gesehen. Ist das jetzt auch hier was? Ja, Stadtbegrünung 100. Ja, ich werde Oscar die machen, die wir schon gesehen haben, Leute. Ihr könnt ja in den vorherigen Videos für die, die jetzt sich da das jetzt raussuchen wollen, das nachgucken. Dafür mache ich jetzt nicht, dass ich extra nochmal alles absuche. Weil die wird man ja mehr jetzt offensichtlich sehen können. Es sind einfach irgendwelche Kreise, die irgendwo sind. So, den kurzen Weg habe ich jetzt auch nicht rausgeschnitten, weil das sind nur ein paar Meter. Alienhöhlen. Ach, jetzt soll ich auch noch hier Kunst zerstören. Und eins ist wahrscheinlich direkt hier. Ja, guck mal, da fehlt nur noch eins. Dann habe ich alles hier freigeschaltet. Wie sehen diese Alienhöhlen denn aus? Kannst du mir das mal eben kurz erklären, wie die aussehen? Das sind irgendwelche Kunstwerke. Okay, ich zeige das einfach, wenn wir es mal sehen. Leute, ich habe einen Teleport gemacht, bin neben das hier gelandet und das ist wahrscheinlich eins dieser Kunstwerke, die ich kaputt machen soll. Haben wir das auch mal gesehen? Ich soll Osterinselköpfe kaputt machen. Oder wie die Insel hieß. Dabei wollte ich eigentlich hier hin. Naja, können wir jetzt immer noch, ne? Wir sehen uns dort. So, Leute, wir sind relativ in der Nähe. Ich habe nur gesehen, dass hier eine Deathman-Karte liegt. Deswegen habe ich die Aufnahme wieder entpausiert. Und habe auch ein paar Bäume auf dem Weg gepflanzt. Also ich fahre jetzt extra schon nicht mehr schnell, damit ich hier überall sehe, wo diese Bäume hinkommen. Wie gesagt, die man schon gesehen hat, die zeige ich jetzt nicht extra. Hier ist übrigens ein Baum. Ich habe mir perfekt eigentlich markiert, ohne es zu wollen. So. Wir haben wieder die Art von Story, das heißt, bis gleich. Thank you.
Ja, heute gibt's wieder sehr viel Storytime. Wahrscheinlich muss ich auch mehrere Male hin und her fahren. So, wo wäre das? Center Destroy da hinten. Okay, das dauert einen kurzen Moment. So Leute, wir sind in der Nähe und guck mal, was aus diesen Bäumen wird. Nice. Ah, ich kann diese Bäume raufklettern und krieg nochmal WSN. Cool. So, jetzt muss ich erstmal mit diesen kleinen Mädchen reden. Das kriegt ja von mir was. Oh, aber vorher. Pang. Ja, heute gibt es wahrscheinlich keine Story. Wir haben heute nur Nebenzeug. Sehr putzige Kinder. Ach, muss ich hier gleich nochmal reden? Das kann einen Moment dauern, bis ich wiederkomme. Okay, sind doch nicht zwei Gespräche. Das war mal eine Wendung. Das war ein echtes Magic-Kickel. Jetzt darf ich wieder zurückreisen. Ja, darf ich. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, Leute. Ich bin wieder beim alten Mann. Aber vorher muss ich auf einen Baum klettern. Und ein paar WSN erhalten. 2100 habe ich momentan. Ich würde gerne wissen, wie viel man dadurch bekommt. Wie viel kriegt man dadurch? 100. Sind also insgesamt 10.000, die ich dadurch kriegen kann. Okay. Thank you.
Die Geschichte ging schnell rum. So, Leute, jetzt haben wir noch einen Teil Story zu erledigen. Dafür muss ich einmal hier hoch. Auch zum Thunderdome. So, Leute, wir sind wieder in der City und hier ist ein Stein zum Verkloppen. 3 von 20. So, hier ist noch, glaube ich, der letzte Teil der Steinchen-Story. Ist das dasselbe hier wie bei dem Magical Girl? Die Geschichte finde ich gut. All das nur, um Apfelkuchen für immer loszuwerden. Hier kann ich ruhig einmal kurz gucken, ob ich irgendwas machen kann. Weil der Teil hier ist nicht besonders groß. Und es ist ja auch nicht viel, was jetzt machbar ist. Ist jetzt nur Steine kloppen und Bäumchen. Und ich glaube, hier war nur ein Baum, den man pflanzen kann. Und das war, glaube ich, hier. Nee, noch nicht mal. Hier ist nur eine Verteidigungsmission. War es da oben? Ich meine, hier irgendwo kommt man was pflanzen. Da vorne wird mir auf jeden Fall irgendwie was gesagt. Ach, nee, das ist das Klo, was mir hier angezeigt wird, ne? Komm, dann gucke ich eben kurz da oben und danach... Wir haben einen Motelzimmerschlüssel bekommen. Ich würde gerne einmal gucken, ob wir jetzt in ein weiteres Zimmer rein können. Hier oben ist tatsächlich noch so eine Statue. Gut, dass ich eben kurz geguckt habe. So. Und ich bin seiner Meinung. Entschuldige dich beim Apfelkuchen. Nur weil man selbst Apfelkuchen nicht mag, musst du es nicht allen anderen wegnehmen. Ja, ich glaube, hier hat sich echt ein neuer Raum für mich geöffnet. Gucken wir mal rein. Ich meine nicht, dass ich den Raum hier hatte. Nee, hatte ich nicht. Gacha. Spielen wir ruhig einmal. Ich habe Kimmy Howell bekommen. Ich habe... Das war übrigens Kimmy Love. Die waren Secret Boss im zweiten Spiel. Ich hatte es damals einfach nicht auf die Reihe bekommen, auf den Namen zu kommen. Hier vorne ist nochmal ein Gespräch. Wir kommen heute echt nicht dazu, hier
irgendwas Spezielles zu machen. Also sage ich einfach mal, das ist heute die... Wir machen Sidequest-Story. Warte mal, ist das jetzt das Letzte, was man sammeln kann? Nee. Hier ist auch nochmal ein Gacher. Mit 1000 Utopicoins. Was kriege ich? Travis wegen Smoking King. Das war aus dem letzten Teil. Da hat man gegen so einen Rennfahrer gekämpft. Und hier will man 200 BSN. Ja, wenn man keine, an Zeit mehr übrig hat, kann man das ja machen, ne? Dieses Gacher. Ist einfach nur für sich selber. So, dann machen wir jetzt noch die letzte Laber-Quest hier. Heute kommt es echt nicht mehr zur richtigen Story. So, Leute, neue Zeitquest beginnt. Bis gleich. Ich guck einfach mal kurz, wo... Ich sehe jetzt nicht, wo genau das weitergeht. Deswegen sage ich einfach mal, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Beim nächsten Mal fahren wir zum neunten Teil und machen die Rangkämpfe. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Tschüss!